Hey ho und let's go mit Harry Potter und der Stein der Weisen, die PS1-Version, die sich, wiederhole ich gern nochmal, zum letzten Part unterscheidet wie eine Ratte. Das gibt natürlich auch Hauspunkte. Ui, sogar 10 für eine Ratte, Alter, gib mir jede Ratte. Doch noch geschafft. Aber das ist hier ist nichts, gell? Das ist keine Tür oder so. Was soll das eigentlich darstellen? Ein Fenster ja nicht, weil Fenster sieht besser aus. Ist hier eigentlich irgendwas? Nee, nur der Frosch. Aber ich bin ja nicht verletzt, also brauche ich keinen Schokofrosch. Auch wenn er bestimmt gut schmeckt. Schokofrosch. Habt ihr schon mal Harry Potter Kram probiert? Ich denke, ich habe nur bisher die Bertie Bott's Bohnen in verschiedenen Geschmacksrichtungen probiert. Die lecker schmecken, schmecken lecker. Die nicht lecker schmecken, mit denen habe ich eigentlich auch kein Problem, außer, ich muss überlegen, welches war. Ich denke, faule Eier. Das waren die einzigen, die ich nicht vertrage. Die finde ich sowas von eklig. Aber ansonsten so mit Grasgeschmack natürlich schmecken, tut es mir jetzt nicht. Ich kann auch was Besseres vorstellen zu essen. Aber ich überlebe es. Sagen wir es mal so. Oh, wen haben wir denn da? Unseren Bösewicht. Apropos Bösewicht. Voldemort ist übrigens ein französischer Name und heißt so viel wie der Flug des Toten bzw. der Dieb des Toten. Je nachdem, welche Übersetzung gerade im Französischen passender ist. Bis jetzt hast du ja alles ganz gut gemeistert. Nun sieh dir einmal dies an. Wenn du einen so großen Zauberblock wie diesen hier wegbewegen möchtest, musst du einen aufgeladenen Flipendo-Weiche-Zurückfluch verwenden. Wenn du einen aufgeladenen Weiche-Zurückfluch verwenden möchtest, drücke die X-Taste, um den Fluch aufzuladen, bevor du ihn verwendest. Alter, was ist das für ein langer Name? Flipendo-Weiche-Zurück-Zauberspruch. Das dauert ja ewig, bis man das ausgesprochen hat. Oh, irgendwo kommt ein schönes Detail. Die Spinnen hier. In Kammer des Schreckens hat es ja nochmal einen größeren aus. Ah, nee, es ist nicht in Kammer des Schreckens. Doch. Doch, es ist in Kammer des Schreckens. Wird das. Ja, ich sag ja, manchmal verwechsel ich die Zeile. In Kammer des Schreckens wird, also im Spiel meine ich, wird das nochmal einen größeren Einfluss haben. Ich merke gerade, das Ding ist nicht ganz drüben. Warum uns übrigens der fast kopflose Nick die Zaubersprüche beibringt und nicht irgendein Lehrer, der dafür zuständig sein sollte, weil wir dafür ja auch Hauspunkte verdienen. Keine Ahnung. Typische Spiellogik. Irgendein Charakter bringt irgendwas einem bei, das man braucht. Was ist denn das? Toll. Ich wollte springen probieren und der bleibt natürlich da hängen. Alter, du kannst da hoch, oder? Ich denke schon. Er darf nur nicht an der Wand hängen bleiben. Nee, kann er nicht, okay. Komme ich da irgendwie hoch? Ich denke nicht. Wie denn auch? Ach, Moment, das ist nicht ganz in der Ecke, sehe ich gerade jetzt. Ich kann es jetzt zwar wahrscheinlich auch von hier. Ah, das gibt sogar Hauspunkte, wollte ich gerade sagen. Deswegen muss ich das ja sogar machen. Auch wenn ich drüber kommen würde. Ich werde übrigens. Ah, genau, Voldemort hatten wir französisch. Zum Kontext finde ich eher die zweite Übersetzung, Dieb des Toten, besser. Sehr gut, es gibt Dingsbumspunkte. Aber wie komme ich da eigentlich regulär hin? Ich mache da nur ein bisschen Licht. Da ist ein Gang, denke ich. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen konnte, könnte, sollte. Flipendo. Wie jedes Spiel probiere ich natürlich auch das hier zu 100%. Also nicht jedes, aber zumindest viele mache ich zu 100%. Wobei es hier sehr schwierig ist, muss ich sagen. Oh, gerade noch so. Weil, ja. Wenn man einmal was verpasst, kann man irgendwann nicht mehr dahin zurück und dann ist alles vorbei.
Deswegen, ich bemühe mich. Ich gebe mein Bestes, alles zu schaffen. Ich heiße Neville Longbottom. Malfoy hat mich hier unten zurückgelassen und ist mit einer Eule durch einen Geheimgang verschwunden. Jetzt werde ich von diesen verzauberten Büchern gefangen gehalten. Ich habe meinen Zauberstab vergessen. Deshalb kann ich die Bücher nicht mit einem Flipendo-Fluch verscheuchen. Drücke die R1-Taste, damit dein Zauberstab auf die fliegenden Bücher zeigt. Drücke dann die X-Taste, um zu zaubern. Theorie konnte er immer, denke ich. Aber keine Praxis. Ach ja. Übrigens, ich werde im weiteren Verlauf des Let's Plays auch immer wieder Fakten nennen, die ich zusammengetragen habe. Entweder allgemein oder vom Teil, von diesem Teil spezifischen Fakten. So, Neville, zeig mal. Der Hebel muss hier irgendwo sein. Da, ich habe ihn. Sehr gut gemacht. damit das Let's Play auch ein bisschen interessanter wird. Ich habe einige zusammengetragen und werde so viel wie möglich nennen. Alle anderen, die zu einem anderen Teil spezifisch sind, die ja, kommen logischerweise auch zu den anderen Let's Plays. Darauf freue ich mich schon. Hedwig wurde von 7 Eulen gespielt. Alle waren männlich, da nur sie das charakteristische Schneeweiß hatten. Hauptsächlich trat die Eule Gizmo auf. Yay, da ist Hedwig. Hallo? Mit einem aufgeladenen Flipendo Weiche Zurückfluch müsstest du Hedwig befreien können. Halte die X-Taste gedrückt, um einen Zauber zu verwenden. Okay, allerdings muss ich auch uns so befreien, weil die Tür ja zu ist. Tolle Räume übrigens, absolut sinnlos wie immer. So, na dann, schießen wir drauf. Voll aufladen und Feuer! Und damit ist Hedwig frei. Ich wusste auch mal, wie viele Eulen für den Dreh bzw. die Rolle von Hedwig hatten. Muss ich auch nochmal nachsehen. So, und wir können auch endlich zurück. Du hast Hedwig gerettet. Sie war ganz wild darauf rauszukommen. Deshalb habe ich ihr die Tür geöffnet. Ich hoffe, das wird Malfoy eine Lehre sein. Hi, ich bin Neville. Ich bin auch in Gryffindor. Harry hat mir dabei geholfen, ein paar umherflatternden Büchern zu entkommen. Schön, dich zu sehen, Neville. Komm, lass uns weitergehen. Alles okay. Geht schon mal vor. Ich glaube, ich habe meine Kröte Trevor verloren. Los, Harry, lass uns gehen. Ich hoffe, es war keine Schokokröte, sonst habe ich sie gegessen. Eine Besenfluglizenz ist nicht erforderlich. Und damit haben wir unseren Besen, yay. Wow, Hedwig hat dir einen Besen gebracht. Ich zeig dir, wo die Flugstunden stattfinden. Folg mir. Ach ja, die Flugstunden. Da habe ich auch noch ein paar Erinnerungen. Wobei ich natürlich nicht weiß, welcher. Ah, jetzt kann ich nur diesen tollen Staub machen. Ja, das ist der einzige Zauber, den ich beherrsche, wenn ich nichts anvisieren kann. Super, gell? Viel heiße Luft. Das war's. So, kann ich an dir vorbei erst? Da sieht es ziemlich interessanter aus. Nein. Durch diesen Korridor kommst du zum Flugunterricht. Pass auf dich auf, Harry. Ich habe gehört, Madame Hooch soll sehr streng sein. Ich warte immer noch auf meinen Besen. Unsere doofe Eule ist so alt, es wird wohl noch eine Ewigkeit dauern, bis sie kommt. Ich warte hier auf dich. Na gut, ich lasse mir den Spaß nicht entgehen. Die Besen sind mit einem Polsterzauber ausgestattet. Ich bin Madame Hooch, deine Lehrerin. Du erhältst zusätzliche Hauspunkte für jede erfolgreich beendete Aufgabe. Steuere deinen Besen mit den Richtungstasten. Drücke die X-Taste, um dich fortzubewegen.
Fliege zunächst der Reihe nach durch jeden Ring, der erscheint. Wenn ich pfeife, geht's los. Ach ja, wie schön. Das ist die Lehrer. Was mache ich denn da? Dass ich die Lehrer Zeit nehme für Einzelunterricht. Hier habe ich noch eine Bohne gesehen, die will ich auch haben. Ich starte lieber neu. Das war sowieso verkackt, so dann kann ich noch ein bisschen üben. Ich weiß nicht, ob ich das bevorzuge oder... Nee, ich möchte schon so. Oder so. Ich denke, damit komme ich leichter klar. Tatsächlich. Früher war es bestimmt intuitiver andersherum. Konzentriere dich, Potter, und versuche es noch einmal. Ja, ich habe es doch erst absichtlich verkackt. So, ja, doch. Ah, das sind keine Bohnen, das sind Vögel. Denn dafür gibt es natürlich auch Hauspunkte. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt Hauspunkte Maximum sammeln kann, beziehungsweise ob man überhaupt verlieren kann, den Hauspokal quasi, oder ob man immer gewinnt, weil man am Ende wegen Steine Weißen plötzlich einen riesen Boost bekommt. Aber ich gebe mein Bestes. Hervorragende Technik. 10 Hauspunkte, weil du alle durchflogen hast. Danke. Der nächste Test ist ein bisschen schwieriger. Du erhältst jedoch zusätzliche Hauspunkte, wenn du ihn bestehst. Fliege durch alle magischen Ringe, die erscheinen. Vergiss nicht abzubremsen, wenn du engere Kurven fliegen möchtest. Bist du bereit, Harry? Wenn ich pfeife, geht's los. 3, 2, 1. Das Außengelände ist übrigens auch interessant, beziehungsweise dieser kleine Hof hier. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Technik sich in den Games auch weiter natürlich entwickelt hat. In Gefangene von Azkaban kann man zum Beispiel einen Greifvogel, sowohl Seitenschnabel selbst als auch andere Vögel, die da spawnen, kann man tatsächlich steuern und über das ganze Gelände gehen, plus die Außenbereiche des Schlosses kann man damit auch bewundern. Boah, ich finde es schon schwer. Die Steuerung ist nicht einfach. Boah, ich bin sehr behäbend. Ich gebe aber mein Bestes, komm schon. Ich denke, die Rennen kann man nicht gleich wiederholen. Wo ist das? Wo ist das nächste? Oh! Und das nächste ist wieder in der Ecke, habe ich gesehen. Komm schon. Weil die Zeit geht am Ende schnell vorbei. Das weiß ich noch. Sehr gut, Potter. Ich werde dir 10 Hauspunkte für diese gute Leistung geben. Bist du bereit für eine schwierigere Aufgabe? Wenn du deine Sache gut machst, erhältst du zusätzliche Hauspunkte. Fliege wie zuvor durch die magischen Ringe. Konzentriere dich. Boah, ich denke, das schaffe ich nicht mehr. Geht's los. 3. Ja. 2, 1. Mach's nicht so spannend. 40! Bist du des Wahnsinns? Man muss nicht alles schaffen, um die Mission zu bestehen, allerdings um alle Hauspunkte zu bekommen. Okay, die sind nah beieinander, aber trotzdem muss ich dadurch langsam fliegen und wie gesagt, die Steuerung ist nicht besonders benutzerfreundlich. Deswegen weiß ich nicht, ob das leichter oder schwerer ist. Na, das ist eindeutig schwerer. Die Ringe sind natürlich auch winzig geworden, klar. Nur noch wenige fehlen, aber es kommt darauf an, wie ich mich anstelle und wie viele Ringe noch kommen. Komm schon, sag mir, dass ich alles schaffe. Ich denke mal, ich verpasse und versuche es zu korrigieren. 8 Stück. Boah, das finde ich aber sehr unfair. Gut gemacht, Potter. Eine gute Leistung. 5 zusätzliche Hauspunkte für Gryffindor. Du beherrschst jetzt die Grundlagen des Besenfliegens. Jetzt mach, dass du wegkommst. Einige ursprüngliche Namen für die Charaktere waren Hermine Puckle, Neville Puff, Draco Spinks und Lily Moon. Hallo Harry, hast du Hermine schon getroffen? Sie ist eine richtige Besserwisserin und eine absolute Streberin. Nein, das bin ich nicht! Hallo Harry, der Zauberkunstunterricht beginnt bald. Ist das nicht aufregend?
Sie kann einem ziemlich auf die Nerven fallen, stimmt's? Oh, okay. Zeigst mir jetzt ja einen linearen Weg, wo ich lang soll? Echt jetzt? Es geht ja nirgendwo sonst lang. So verwirrend finde ich das Schloss nicht. Leider kann man das Rennen nicht gleich wieder machen. Ich hoffe, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es zu 100% eine Belohnung gibt, quasi, wenn man alle Hauspunkte hat. Ich möchte es allerdings schon schaffen, selbst wenn nicht. Die Bohnen brauchen wir ja sowieso. Die sammle ich. Weil ich weiß zum Beispiel, Bohnen habe ich noch in Erinnerung, dass es mehr als quasi das Maximum gibt und es gibt keinen Zähler. Also der Zähler hält tatsächlich beim Maximum an, er geht nicht weiter. So, das Buch kann man speichern, seine Fortschritte, sehr gut. Machen wir jetzt nicht, wir gehen nämlich weiter. Hier kann ich noch ein paar Bohnen kassieren. Und anscheinend ist es Zeit für unsere erste Lektion. Oh nein, ich habe meine Zauberfibel vergessen. Ich komme danach, Harry. Alter, Neville seine Kröte, der seine Fibel. In Dumbledores Büro im Film waren die Bücher tatsächlich Telefonbücher. So, Alter, wie das so aussieht wie so ein Bossraum oder Vorraum für einen Boss, gell? Dabei wollen wir nur zum Unterricht. Und wie der Unterricht hier in dem Teil aussieht, das sehen wir im nächsten Part. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao. Du bereit? Fliege wie, wenn ich pfeife. Und noch ein Versuch in dem Besen. Ich habe mich ein paar Mal dran probiert. Ja, man muss sich tatsächlich an die Besensteuerung gewöhnen. Und ein bisschen mehr Schwung vor allem haben. Ich war da ein bisschen zögerlich. Vor allem hier. Aber letztendlich, es geht. Es ist natürlich etwas herausfordernd, was es natürlich auch sein soll. Aber man kann es schaffen. Natürlich nicht beim ersten Versuch. Habe einige Versuche gebraucht, um mich daran einzugewöhnen. Aber ich bin froh, es geschafft zu haben. Die 100% wollen wir uns ja daran jetzt nicht verderben. Wäre ja blöd, wenn wir Voldemort besiegen, aber 100% wegen blödem Besen nicht bekommen. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Gut gemacht, Potter. Eine perfekte Leistung. 10 zusätzliche Hauspunkte für Gryffindor.